wollte eilen mit Weilen spielen, aber nein. Wenn wir dann spielen und dann halt ich gewinne, dann also ist ja... jetzt einmal können der Jerome gewinnen lassen. Na, lernt er ja nie verlieren. Hey. Und von wem hat er das? Hä? Hey? Von wem? Von wem, Oliver? Tolle Weihnacht! Das ist ja schon wieder eine tolle Weihnacht! Weihnacht! Weihnacht, Schwiegermama! Schalt deine Hörgrätli an! Psst, der Manuel schläft! Wenn ich endlich gefährlich! Sobald der Götti Carsten da ist, der sollte nämlich schon lange da sein. Ja, sobald er bei seinen beiden Ex und seinen frechen Gaufen Geschenkli im grossen Kanton abgeliefert hat. Aber du hast ja müssen die besten Arbeitskollegen zum Götti machen. Sonst wär's die Brüder geworden. Besser als so ein Experte, den du auf dem Campus aufgelesen hast. Du hast ja selber gesagt, ach, was der Michi... Nein, hat er nicht. Götti! Götti! Als erstes kriegt er Dummel. Ein Papa sind alte Dummel. Von mir aus, solange er noch keine Schlägel hat, ist mir das wurscht. Es ist der Götti! Es ist der Götti! Grüß dich, Nicole! Hi, Stefan! Grüß dich, Ursula! Hallo, Schatz! Mama, das ist der Carsten! Der Papa ist nicht mehr da! Götti, ja. Ich habe gerade im Eile mit Weile gewonnen! Was hast du? Lohnen jetzt! Mensch, ärgere dich nicht! Ah, fantastisch! Götti! Aber jetzt lass doch der Götti zuerst einmal den Mantel ablegen! Und dann gibt's Bescherung! Jo! Dann gibt's Bescherung! Mama! 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 Es gibt Bescherung! Je, in dem Fall ein gutes Neues! Es ist die Nacht, Schwiegermama! Schalt deine Hörgrätli an! Psst, der Manuel schläft! So, Jerome, du darfst das erste Päckchen aufmachen. Das grosse, gell? Du weißt, was drinnen ist? Klang, 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 klang. Ein Grosspapa, sie trommeln! Schau, ein Hans, sie trommeln! Aber der ist doch nicht so klein! Sieh! Der Papa ist nicht mehr da! Und die Trommeln hat er dann auch als Bub gekriegt, Mama! Oh la la, eine Pauke! Hey! Eine Trommel! Oh, eine Trommel! Spielst du denn schon in einer Guckenmusik, Jerome? Jetzt los dir der Expat wieder an! In eine Glicke kommt er im Frühling! Ja, Götti, schön, das Heibi! Was? Nüttisch! Du kommst zu uns. Du gehst mir sicher nicht in eine gemischte Clique, so wie Gott's da. Ich will doch noch nicht Grosspapa werden. Ja, der Grosspapa kommt sicher gerade. Mama, der Papa kommt nicht mehr. Und du kommst zu uns. Ach, da gibt's Unterschiede? Ja, da gibt's Unterschiede. Aber jetzt lass doch der Jerome seine Clique selber aussuchen. Oder zu der Nabaschi? Gesundheit! So dein Arebaschi! Ich schick doch meinen Sohn nicht in einen Musikverein! Ich war ja auch mal bei den Junggläsern der Stadtmusik und habe doch... Wie Bub kommt in eine echte Liga? Das ist Tradition! Dann halt so den Muckidaccio! Ich glaube, ich hasse! Nicht Muckidaccio, in eine echte Liga, habe ich gesagt! Also, wenn ich dann den Rest gesehen bin, das heißt... Wie wär's denn mit der Antike? Meinst du mich? Oh, du, zu den Steinlimmer? Kommt nicht in Frage! Es gibt kein Alkohol unter 16. Du kommst zu uns? Also, wenn ich noch in der Lalli gesehen bin... Lalli! Ja, zu Lalli, Motti! Ja, klar! Damit du dann 3 Jahre später in irgendeiner Abspaltung landest. Oder zu alter Richtig! Mein Sohn legt keine Krawatten an dem Gastin. Und ich will nicht in den Manu kriegen! Aber die haben doch noch die Junte. Und bis du in den Stamm kommst, haben die Junte sicher oft gemacht für Männer. Also, wenn ich noch bei der Präa gesehen bin... Gundeli! Ich will nicht Gundeli! Ah, das kenne ich auch! Nicht Gundeli! Du bleibst zu Basel!
Stern ist doch noch weiter weg. Aber da könnte er pendeln, nicht? IB! Samti Hans! Solli Hans! Der Papa ist nicht da! Ich werd noch wahnsinnig! Wie war's denn mit dem CCB? FCB! CCB! Oder zu der Junterrössli? Kommt da nicht das Bier her? Das ist Feinschlössli! Also, wo ich noch bei der Schnaukenkerze gesehen bin, da... Mama! Du hast nie Fasnacht gemacht! Und du kommst zu uns, Punkt! Oder zu der Olympia? Ja, Sport ist natürlich auch eine Alternative. Da hat man was fürs Leben. Jetzt weiß ich's. Ich will zu der Basler Rolli. Ja, in Basel soll ich sie bereits erlauben. Oder wie wär's mit diesem Top Secret? Oh Götti, das ist doch kein Klicke. Also, wo ich noch bei der Rose wäre. Ja, oder zu der Spale. Ja, dann zahle ich auch. Spale, Spale, Schwiegermann, Spale, nicht zahlen. Ich habe dich schon verstanden. Ich bin ja selber in der Spale gesehen. Oder zu Nachtplatz? Oh, das soll Trommeln lernen, nicht rieren. Und ich lasse mich mein Bub mit 8 noch nie ins Grossbasel löbern. Weißt du, was dort alles kann passieren? Und so spät sie? Trink ich auch gern. Du kommst zu uns. Oder zu Barbara. Die Barbara? Die vom Büro? Oh! Ich wusste gar nicht, dass die auch Fasching macht. Also, was liegt da mit der Schnecke suchen sie? Du kommst zu uns! Jetzt hast du Manuel geweckt! Weißt du was, Manuel? Ich glaub, das Geschenkli. Du kommst... Jesus Gott! Was hast denn du da?